Röntgenstrahlen haben theoretisch eine unendliche Reichweite. Wollen wir uns vor ihnen schützen, müssen wir sie aufhalten, möglichst noch bevor sie den Röntgenraum verlassen. Ein wesentlicher Aspekt des Strahlenschutzes ist deshalb der bauliche Strahlenschutz. Damit Menschen außerhalb von Röntgenräumen sicher geschützt sind, regeln gesetzliche Vorgaben seine Umsetzung. Die Wahl der Bauweise spielt hier eine wichtige Rolle. Sie soll Gestaltungsfreiheit lassen, eine Integration von Installationen ermöglichen und Flexibilität für bauliche Veränderungen bieten. Moderner Trockenbau wird diesen Anforderungen flexibler Baugestaltung durchweg gerecht und erfüllt zugleich alle Erfordernisse an Stabilität und Sicherheit. Weil es im Gesundheitssektor stets auch darum geht, positive Raumatmosphäre zu schaffen, sind hier Lösungen gefragt, die sich frei gestalten lassen. Natürlich setzen wir hier Systeme ein, die sicher und leicht zu verarbeiten sind. Die benötigte Anzahl Plattenlagen ergibt sich aus der Röhrenspannung des Röntgengerätes und dem erforderlichen Bleigleichwert. Diese Angaben kommen vom Hersteller des jeweiligen Gerätes bzw. der entsprechenden DIN. Aus der Safeboard-Planungshilfe lässt sich die erforderliche Anzahl Plattenlagen einfach ablesen. Mit der Option, den baulichen Strahlenschutz durch eine zusätzliche Platte so zu verbessern, dass die Abschirmung auch bei einem späteren Gerätetausch ausreicht. Mit dem bleifreien Safeboard-System von Knauf lassen sich im Trockenbau alle Strahlenschutzanforderungen erfüllen. Safeboards haben im Vergleich zu bleikaschierten Platten ein relativ geringes Gewicht. Sie können jedoch genau wie herkömmliche Gipsplatten geritzt und gebrochen werden und werden mit Standard-Diamantschrauben befestigt. Damit der Strahlenschutz im System gewährleistet ist, wird die Verspachtelung der Safeboards mit Safeboard-Spachtel ausgeführt. Er wird wie herkömmlicher Spachtel verarbeitet, durch seine gelbe Farbe sind Verwechslungen jedoch ausgeschlossen. Wer möchte, kann die sicherheitsrelevanten Safeboard-Platten durch eine zusätzliche Decklage Diamantplatten schützen. Sie bieten eine besonders robuste und glatte Oberfläche. Hier können auch größere Formate eingesetzt werden, um den Aufwand für das Verspachteln gering zu halten. Die Befestigung schwerer Lasten, wie zum Beispiel wandhängender Geräte, wird mit Hilfe von Universaltraversen ebenso einfach ausgeführt wie im Standardtrockenbau. Für Schalter und Steckdosen werden absorbierende Strahlenschutzkappen aus Blei oder spezielle Hohlwanddosen eingesetzt. Safeboard-Revisionsklappen stellen die Revisionierbarkeit im System sicher. Strahlenschutzwandsysteme mit Safeboard sind eine All-in-One-Lösung. Sie erfüllen die Anforderungen des gesetzlichen Strahlenschutzes, bieten hohen Schallschutz und werden zudem allen Brandschutzanforderungen gerecht und dies bei höchster Gestaltungsfreiheit. Strahlenschutz mit dem Safeboard-System von Knauf. Einfach in der Verarbeitung, sicher im Ergebnis.